Heftige Winde und anhaltende Trockenheit, das macht die Brände so gefährlich. In kurzer Zeit breiten sich kleine Feuer über viele Hektar aus. Straßen werden abgeschnitten, Grundstücke eingeschlossen. Dramatische Rettungsaktionen in Kalifornien. An mehreren Orten bedrohen die Flammen Wohngebiete. In Bonsall, rund 50 Kilometer nördlich von San Diego, können Feuerwehrleute mehrere Verletzte, die vor den Flammen geflohen sind, gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als das Feuer näher kam, versuchten die Einwohner, ihre Häuser zu verlassen. Der Wind hat die Flammen angefacht. Die Menschen kamen nicht schnell genug aus ihren Häusern. Leider gab es 3 schwer Brandverletzte. Teure Rennpferde auf der Flucht vor dem Feuer am Rand von San Diego. Am Highway 1 bei Los Angeles fängt ein Kameramann zufällig diese Bilder ein. Dieser Mann, selbst von den Flammen bedroht, hilft einem Hasen. Eine Szene, die die Menschen in aller Welt berührt hat. Bei Twitter schreibt jemand, und schon ist mein Glaube an die Menschheit wiederhergestellt. Ein anderer, Hasen brauchen Helden, mit diesem Mann haben sie einen. In Ventura County nördlich von Los Angeles bedrohen die Flammen mehrere Ortschaften. Mehr als 400 Häuser wurden bereits zerstört. Klimaexperten machen die extreme Trockenheit und die seit Anfang der Woche tobenden Fallwinde für die starke Feuersbrunst in Kalifornien verantwortlich.